Thema. Also Hauptdepot ist jetzt hier ganz klassisch der Unterbauch. Wir behandeln jetzt heute hier in dem Fall mit dem Max-Applikator. Das ist jetzt unser Hauptdepot und der Applikator schafft auch ungefähr diese Höhe und wir schaffen dann sicherlich auch noch einen guten seitlichen Übergang. Wir müssen jetzt erstmal das Gerät für die Behandlung einstellen. Wir haben jetzt hier einen männlichen Patienten, wir möchten am Unterbauch behandeln. Alle weiteren Dinge sind von der Software vorgegeben. Noch so ein paar Sicherheitsmaßnahmen, dass wir das Gerät auch richtig bestückt haben, um damit zu arbeiten. Jetzt müssen wir einmal die Haut vorbereiten. Vorbereitung der Haut bedeutet eine Minute mit einem Tuch die Haut auf die Behandlung vorzubereiten. Auch ein Grund für die neue Generation, wodurch die Kälte jetzt schneller durch das Gewebe dringen kann und gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen vielleicht von öligen Bestandteilen die Haut befreit. Aber Hauptgrund ist einfach die Kältedurchdringung des Gewebes. Der Patient kann bei der Behandlung schlafen, Fernsehen gucken, all die Dinge, die er so machen kann im Liegen. Einschränkungen gibt es nicht, wehtun wird es auch nicht. Die ersten Sekunden sind vielleicht ein bisschen unangenehm, aber dann wird über die Kälte Taubheit vermittelt und in dem Moment merkt man nur noch, dass man an etwas angeschlossen ist. Da bin ich aber gespannt. So, okay, das ist durch. Jetzt kommt eine Hautschutzplatte auf die Haut gelegt. Die dient zum einen zum Versiegeln des Applikators, dass Luftdichtigkeit entwickelt werden kann und zum anderen schützt sie auch so ein Stück weit die Haut, pflegt sie während der Behandlung. Sehr klebrige Angelegenheit, ist aber auf Honigbasis, also mit warmem Wasser super einfach abzuwaschen. Jetzt, genau, jetzt kommt der Moment des Applikators. Wir haben uns hier für den Max-Applikator entschieden. Das ist die Größendimension. Der wird jetzt einmal an der unteren Kante des Depots angelegt. Und jetzt lasse ich das Depot reinrutschen. Kontrolliere immer noch mal, ob alles gut reingegangen ist, was ich reinhaben wollte, ob es schön platziert ist und dann wird die Kälte aktiviert. Also Behandlungsdauer insgesamt bei dem großen Applikator der neuen Generation ist 45 Minuten. Die ersten 3 Minuten sind jetzt schon gleich rum und bei den normal großen sind es hingegen nur 35 Minuten. Alles insgesamt eine Verkürzung der Behandlungszeit im Vergleich zur klassischen Generation. Zusätzlich wird halt ein besserer Patientenkomfort von den Patienten beschrieben, weil der Ansaugdruck und der, die Schale, die arbeitet, nicht mehr ganz so massiv oder eindringlich beschrieben wird von den Patienten.